So, hallo zusammen, willkommen heute Morgen in Froschthausen bei gemütlichen 15 Grad minus draußen. Bleiben wir mal schön hier drin und machen uns ein paar warme Gedanken. Und zwar mit einer neuen Tasche. Gestern hat sich ja die Black Forest Crew wieder getroffen und da geht es ja eigentlich immer zu wie an Weihnachten. Da wird getauscht, verkauft, gekauft und unter anderem gab es da von mich, hat mir Kollege Benny aus der Schweiz eine neue Tasche organisiert. Und zwar die Maxpedition Jumbo VersiPack. Und es ist eine richtig coole Umhängetasche mit unglaublich viel Stauraum, obwohl man es ja gar nicht ansieht. Aber da passt ganz schön was rein und die löst jetzt mal meinen alten Bundeswehrrucksack ab auf dem Weg zur Arbeit, weil da kriege ich eigentlich alles rein, was ich so brauche. Schauen wir uns mal kurz von rundherum an. Was natürlich genial ist, die Amis brauchen ja immer und überall ihre Getränke mit dabei. Ist diese riesige Tasche auf der Seite für eine Flasche. Die ist so ausgelegt, da passt sogar eine 1,5 Liter PET-Flasche rein. Okay, so ein Drittel davon guckt oben raus, aber das macht ja nichts. Das ist voll luschsicher hier drin. Auf dem Weg in die Firma kann man diese optimal tragen. Rückseitig. Das ist eine Umhängetasche, die hängt man jetzt auf die rechte Seite vom Körper. Mit ein paar Polster, damit das nicht schreibt und scheuert. Ziemlich robustes Nylongewebe, also die Maxpedition, die bauen richtig schön robuste Sachen. So, ja, der Seite, kleine Tasche Nummer 1, habe ich mal meinen Karabiner hingehangen. Ja, bisschen Pflaster drin, kann man ja immer mal brauchen. Dran gerade noch mal eine Stecktasche von vorne auf der Taschendeckel, natürlich eine Tasche hier oben, kleine Tasche. Die Abmaßungen spare ich euch alle mal, wer das interessiert, der kann sich auf der maxpedition.de Webseite, sind die ganzen technischen Daten. Hier hinten noch mal eine Tasche über die ganze Rückseite mit Klett an der Rückwand, um sich alles Mögliche da rein zu kletten. Runterkommt, wie soll es so anders sein? Nochmal eine Tasche zum Vorschein mit noch einer kleinen Stecktasche davor. Die Reißverschlüsse übrigens gehen hervorragend auf und zu. Den Zipper dran, perfekt. Also, da hakelt nichts. Auch nochmal riesen Stauraum. Netz, nochmal eine Netztasche. Kleinkron drin. Und dann das Haupt. Staufach. Auch nochmal unterteilt mit zwei Taschen und da kriegt man richtig, richtig gut was rein von der Breite, sage ich mal. Ja. Kein Problem für zwei weitere PET-Flaschen von der Breite her. Also so eine kleine Umhängetasche mit so viel Stauraum, also das ist wirklich gigantisch gut gelöst. Kann man hier natürlich schön zuzippen mit dem Ding. Wenn es mal schüttet, wird das Zeug da drin nicht nass. Wirklich fantastische Umhängetasche, diese große Jumbo. Da gibt es ja X-Ausführungen. Da passt richtig gut was rein. Also kann man echt empfehlen. Ist nicht ganz günstig. Im Handel kosten die, wenn mich nicht alles täuscht, 99 Euro. Aber ich glaube, die ist schon ihr Geld wert. Die ist jetzt gebraucht, leicht gebraucht, habe ich die eingetauscht bekommen. Aber einwandfreie Umhängetasche. Schönen breiten Gurt. Auch nochmal solche Karabiner dran, so was dranhängen. Gut gepolsterte Shooterteil, verstellbar. Ja, auch nochmal abnehmbar. Das Ding hat auch noch
hinten hier einen Bauchgurt drin, dran gehabt, aber ich denke, glaub mal, das war die Ausführung für, weiß nicht, magersüchtige Models. Ich frage mich, wo dieser Bauchgurt, der hier dran ist, in welchem Bauch der passen soll. Also, das ist wahrscheinlich die Tasche für Teenager gemacht oder so. Ne? Aber den haben wir mal gleich mal weggemacht, das ist überflüssig. Aber Jumbo ist eine feine Sache. Da passt was rein. Super robust verarbeitet. Hier für die Patch-Freunde noch überall hier. Ne? Klettfläche rundherum. Noch ein paar Molle-Schlaufen. Auf der Seite auch nochmal. Also die Molle-Freunde und Patch-Freunde kommen hier auch noch auf ihre Kosten. Das ist eigentlich dann eher die neue EDC-Tasche für die Arbeit, weil da passt nämlich noch prima eine 1,5 Liter Wasserflasche rein und das ist festbar für den ganzen Tag. Ist aber auch mit Sicherheit für Freizeit gut zu gebrauchen, weil da passt sogar eine Spiegelreflexkameraausrüstung mit einem weiteren Objektiv und einem Blitzgerät rein oder eine komplette Camcorder-Ausrüstung und so ein kleines Stativ könnte man sogar hier reinstellen. Also vielseitig verwendbar, diese Tasche. Man trägt sie auf der Seite. Die trägt man jetzt rechts. Man kommt also als Rechtshänder da gut schnell dran an irgendwelche Sachen. Nicht auf dem Rücken. Dafür ist natürlich die Kapazität nicht so groß wie bei einem Rucksack, aber im Alltag braucht man fast nicht die Kapazität eines Rucksacks und hat dafür dann hier alles sofort griffbereit. Einen kleinen Plastikkarabiner, so einen Schlüssel drin. Also wirklich große, durchdachte Tasche. Ich habe jetzt mein ganzes EDC-Geraffel da drin und die Fächer sind gerade mal zur Hälfte gefüllt. Das Hauptfach ist sogar noch leer. Also wirklich für den Alltag ausreichende Tasche für Büro, Freizeit, Foto, Video oder sonstige Outdoor-Aktivitäten. Einwandfreies Handtäschle, ne? So, damit haben wir jetzt mal begonnen, aber das gab es ja nicht nur eine neu eingetauschte Tasche, nein, da kam auch noch das ein oder andere Messerchen und das werde ich euch nachher noch ganz kurz vorstellen. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für eine Kaffeepause und dann geht es gleich weiter. In diesem Sinne, bleibt dran zum zweiten Teil. Nach dem Black Forest Crew Treffen. Bis später.